Willkommen zurück zu Gothic. Und ich bin immer noch auf der Suche nach... Wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Irgendeinem Typen auf der anderen Seite des... Auf der anderen Seite des Sumpfes, um sein Sumpfkraut abzuholen. Und wahrscheinlich erinnert ihr euch noch... Ah, da ist ja doch die Hütte. Ist da denn jetzt jemand drin oder nicht? Die sieht ein bisschen verlassen aus, ne? Vor allem, hier wächst ja auch kein Sumpfkraut hier in der Ecke. Also wird hier ja wohl kaum jemand sammeln. Wo sammeln die denn? Vielleicht da drüben? Sumpfhai. Weil hier immerhin ein Templer ist, mindestens einer, der die Viecher jagt. Also ich denke mal, wenn mich jetzt einer verfolgen sollte, dann könnte ich damit im Nacken schon zu den oder zu den Templern hinlaufen. Sind da hinten Leute? Nee, ne? Die würden doch niemals hier die ganzen Viecher um sich rumschwirren lassen. Das ist doch viel zu unsicher. Ach, verdammt! Ein Sumpfhai! Ich bin ja schon weg. Ich bin ja ganz brav. Ich bin ja schon weg. Ach, verdammt. Aber wo sind die? Vielleicht hier drüben? Hier wächst ja auch nichts mehr, ne? Hier bin ich ja schon wieder fast im Lager drin. Nee, das muss da drüben sein. Vielleicht war es doch nicht so weit weg, wie ich dachte, sondern einfach direkt nebenan. Aber er hat doch gesagt, auf der anderen Seite des Sumpfes. Und das Sumpf ist, der Sumpf ist ja quasi hier so komplett um das Lager rum. Mal schauen. Ich habe gerade vor 10 Sekunden oder so auf Springen gedrückt, mitten im Wasser. Und erst jetzt, als er wieder springen konnte, hat er es dann ausgeführt. Lustig. Nein, das hier funktioniert? Wer bist du? Templer. Nein, du hast kein Kraut. Ach ja, dann schaue ich mal da hinten, wo die drei Leute sind. Nee, ne? Hier bei denen war ich. Genau, Balor. Okay, ich verrate dir. Ich will 50. Nee. Ich gebe dir keine 50 Vergiss, Erz. Denk, es sei denn, du. Nee. Wo ist denn das, die andere Seite des Sumpfes? Ist es vielleicht da vorne? Ach was, das ist nicht da vorne, oder? Nee, das ist nicht da vorne. Ach so, ja. Da hat er wieder Springen zwischengespeichert. Hä? Warum komme ich da jetzt nicht raus? Jetzt. Wo ist die andere Seite des Sumpfes? Ich werfe mal einen Blick auf meine Karte. Vielleicht erkenne ich ja jetzt irgendwas. Da oben rechts vom Lager könnte das vielleicht sein, ne? Nicht da hoch? Nein. Das ist zu steil zum hier geht's. Zu steil zum Hochlaufen. Nein, nicht so weit. Nein. Ach ja, die Steuerung von Gothic. Du sollst da raus. Jetzt aber. Sag mal. Junge! Was ist denn hier los? Jetzt aber. Egal, ich bin auch hier rüber. So, wo wollte ich hin? Irgendwie geht hier gerade alles schief. Da drüben müsste das irgendwo sein, hm? Vielleicht da vorne? Na, das sieht eher nach Tempel aus. Ich glaube, Karten. Aber hier draußen könnte auch Sumpf sein, laut Karte. Vielleicht sammeln die hier ja das Kraut. Zwei Novizen. Hier hinten meine ich so. Aber da ist nix. Ich laufe mal außen rum.
Wird schon schief gehen. Das könnte Fortuno sein. Wo ist denn die andere Seite des Sumpfes? Ist vielleicht doch hinten in der Ecke bei den Gegnern? Ah, das hier ist die Barriere. Wenn ich da zu weit rausgehe, dann kriege ich Schaden. Was zum Henker? Schon kapiert. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, das passiert, wenn man das Lager zu weit verlässt. Oder nicht das Lager, sondern die Kolonie. Genauer gesagt, die Kolonie. Ach, Mist. Jetzt brauche ich 48 Leben. Das Klammbrot? Ne. Höllenpilze. Es müssten 8 Höllenpilze sein. 6, 7 und 8. War bisher noch nicht genug für den Spezialeffekt. Ja, das kommt noch. Keine Sorge, das kommt noch. Gott, ich glaube, diese Folge wird ein bisschen langweilig. Weil ich hier nur rumrenne und da kann ich auch nicht weiter, ne? Und so nah an der Barriere werden die wohl auch nicht sammeln. Wo verdammt sind die? Ich muss da jetzt doch wohl nicht an den ganzen Viechern vorbei, oder? Ich laufe da jetzt einfach mal rüber, was soll's. Sind da hinten Leute? Oder bilde ich mir das gerade ein? Nee, das sind die Schilfdinger oben, die Schilfblüten. Ach nee, da sind tatsächlich Leute. Meine Güte, seid ihr nah am Rand. Das muss ich mir jetzt mal auf der Karte angucken, wo das hier genau ist. Wie sieht denn das hier aus? Da unten! Meine Güte! Nee, der Novize hat's nicht. Das müsste... Heilkräuter? Novize? Hieran, genau, mit V, wusste ich's doch. Genau, ich soll die Ernte... Baal Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Baal Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Oh. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab ne bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Was denn? Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ach, na gut. Das ist ja immerhin eine der leichteren Aufgaben. Und vor allem eine, bei der hoffentlich ein bisschen Action in die Folge reinkommt. Und ich kriege Erfahrung. Yeah. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay, hier sind keine. Wo sind die Blutfliegen? Ach, die da hinten, meint er wahrscheinlich, ne? Speichern. Sicher ist sicher. Ach du Scheiße, sind das viele. Kann ich da nur einzelne rauslocken immer? Bitte? Wäre voll super. Die da rechts ist, glaube ich, auf mich aufmerksam geworden. Noch ein bisschen. Ja, jetzt. Da kommt sie. Nein, Leute, ihr kommt nicht hierher. Das sind meine Gegner. Holy shit! Verdammt. Okay, wie werde ich die jetzt los? Ich könnte sie natürlich zurücklocken zu den Novizen. Das wäre ein bisschen blöd. Zu einem Templar. Ich kriege so oder so keine Erfahrung dafür, ne? Ich könnte mal Folgendes versuchen. Ich habe doch hier dieses Teil. Verdammt. Das hat nicht geklappt. Was? Das war ein Einmalspruch. Verdammt. Das hat sich ja voll nicht gelohnt. Ich hätte gerne nur eine.
Nur eine von euch. Meinetwegen auch zwei, aber halt eben nicht alle. Eine? Ja, mit. Verdammt. Ich bin da mal weg. Hey Jungs, wollt ihr mir vielleicht helfen, meine Aufgabe zu erfüllen? Danke. Sehr lieb. Ah, verdammt, Barriere. Okay, sie folgen mir nicht. Puh, 43 von 88. Das heißt, mir fehlen 45. 45 wären, naja, noch 30. Und das sind 5 Höllenpilze. Ah, hat noch nicht ganz gereicht. Aber immerhin, einer ist schon mal tot. Da speichere ich doch gleich mal. Gott, sind das viele auf einem Haufen. Komm schon, komm her. Ich habe das Gefühl, die werden aggro, sobald ich einer ihrer Kollegen angreife, kann es sein. Holy shit. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich habe keinen Bock, wieder zu sterben. Gott. Das geht gerade überhaupt nicht voran. Es fehlen mir 60 Lebenspunkte. Das wären 10 von den Teilen. Die habe ich aber nicht. Deswegen nehme ich erstmal 2 davon. Dann brauche ich noch 30. Und 30 sind wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Noch 2 Stück habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann reichen. Schauen wir mal. Komm schon, fliegen. Kommt her. Oh, Mist, und irgendwie ruckelt gerade die Festplatte im Hintergrund. Ich hoffe, die Aufnahme macht das mit. Na, komm schon. So geht das. Sehr schön. So gefällt mir das. Habe ich jetzt eigentlich noch alle Fliegenleichen da zum Ausnehmen? Oder sind die schon zum Teil wieder despawned? Mist. Ich glaube, die sind schon zum Teil wieder verschwunden. Mal gucken. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da hängt das Spiel. Und da sind noch 2 Flügel. Haha. Und die da, die habe ich glaube ich schon. Genau. Jetzt fehlen mir 30 Lebenspunkte. Oh mein Gott. Jetzt machen wir mal 12 hiervon. Mist, hat nicht gereicht. Jetzt brauche ich also noch 18. Wie kriege ich 18? 18 wären 2 Fleischwanzen oder Goose. Wunderbar. Da bin ich vollständig geheilt. Ah, immerhin. Ah, da hinten schwebt noch eine. Oder bist du schon zufrieden vielleicht? Komm, du bist schon zufrieden, oder? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb. So? Ja, ja, ist ja gut. Dann sind das wohl die da hinten, ne? Oder sind da noch woanders welche? Ah, da hinten ist jetzt plötzlich wieder eine. Mist, ich würde es jetzt gerne beenden, bevor es dunkel wird. Ja, wahrscheinlich sind es die beiden hier. Wo waren die denn dann gerade? Ich habe doch gerade noch gewundert, dass hier so wenige sind. Also so wenige Leichen, so wenige Tote fliegen. Sind das dann eigentlich Leichen? Nein, es sind dann keine Leichen. Es sind dann Tierkadaver, müssen das sein. Wenn die Fliegen tot sind. Andererseits sind es halt Fliegen oder Insekten. Spricht man da von Kadavern? Ist das nicht eher bei, keine Ahnung, Säugetieren oder so? Weil bei einer Ameise zum Beispiel ist es ja auch kein... Oder? Ist eine tote Ameise ein Kadaver? Ich weiß es nicht. Ich sehe weit und breit keine... Da sind aber noch... Oh, so Junge! Wo denn? Ist da jetzt plötzlich wieder welche aufgetaucht? Nee, ne? Also da hinten ist nichts mehr. Da ist die Barriere. Dann muss der wohl die da hinten meinen. Ich hoffe, das ist hell genug für YouTube nachher. Ach, ich brauche mal wieder... Wie viel war es? 45. 45 wäre... Ja, hier kommen 8, 16, 24, 36,
51. Ja, komm, bisschen verschwenderisch, egal. Dafür sind jetzt ein paar Sachen aus dem Inventar weg und das Inventar ist aufgeräumter. Oh, schöne Grafikfehler. Das Wasser ist nicht sichtbar. Das ist besser, wenn ich von oben drauf gucke. Nein. Aber ich glaube, diesen Grafikfehler kenne ich sogar noch vom letzten Mal. Also vom ersten Mal vor vielen Jahren, als ich das Spiel gespielt habe. Nein, nein, nein. Nicht defokussieren. Sonst haut ihr mich und ich kann dich zurückhauen. Puh, das sollte es jetzt aber hoffentlich endlich gewesen sein von den Viechern. Das sind zwar nicht allzu schwer, aber halt trotzdem ziemlich nervig. Gerade weil sie immer in Gruppen auftreten und man sie kaum auseinanderlocken kann. So, komm schon, das war's jetzt, oder? Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen, das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kur Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das so sagen soll. Jetzt fehlen mir schon wieder genauso viel Lebenspunkte wie vorhin. Was kann ich denn jetzt verbrauchen? Nee, nicht Steinwurzel. Das Fleisch, wenn es nochmal gut kommt, das mache ich mal leer, was soll's. Das Wasser will ich mal behalten. Vielleicht kann ich ja dann das Wasser beim nächsten Mal im neuen Lager verteilen und Lefty greift mich nicht an. Andererseits hat es aus dem Weg gehen ja auch ganz gut geklappt. Die Kräuter will ich mir gerne aufheben für Tränke. Naja, die Beeren werde ich jetzt auch nicht los. Dann eben das Lammbrot hinterher. Na, was soll's. So, jetzt das Ganze zweimal speichern und dann noch eben bei... Bei wem soll ich das abliefern? Zu Kur Kalom. Ich soll das Kraut zu Kur Kalom bringen. Wunderbar. Wunderbärchen. Und ich habe 500 Erfahrungspunkte gekriegt. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch knapp 1000. Nee, sogar unter 900. Für die nächste Stufe. Krasser Scheiß. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich hier im Sumpflager Erfahrung kriege, aber dass es so viel ist, vor allem so viel auf einmal, sagt die Uhr, 21:04. Dass es so viel Erfahrung auf einmal ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Coole Sache. Oh mein Gott, es ist viel zu dunkel hier. Hoffentlich stürze ich jetzt nicht irgendwie ins Wasser und die Fackel geht aus. Genau, du warst ja mit den Sumpfhain. Genau. Jetzt zu Baal oder gehe ich zu Kur Kalom? Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Baal. Baal? Baal? Keine Ahnung. Ah, oh, vergiss es, ey. Das Sumpflager ist so unübersichtlich, vor allem bei Nacht. Das wird jetzt nichts. Ich gehe jetzt zu Fortuno, lege mich in die Hütte von dem Typen, den ich zur Arbeit verbannt habe. Und dann, nee, das ist die Absperrung hier, genau. Oh mein Gott, ist das unübersichtlich. Wie bin ich da letztes Mal hingekommen? Das war, glaube ich, hier irgendwo. Und leg mich in die Hütte von dem Typen, den ich zur Arbeit verbannt habe. Genau hier. Ja, Wunderbärchen. Hey, du! Was? Du bist doch arbeiten. Hey, du! Du lernst schnell! Was machst du da? Ach nee, das ist hier, das ist ja der falsche Ort. Wo ist Fortunos Stand? Na, genau, da drüben war das, genau. Hier ist nämlich der Typ, dem die Hütte gehört, weit und breit nicht zu sehen. Und damit kann ich mir dann erlauben. Ich schlafe mal bis Mitternacht. Und in der nächsten Folge werde ich dann den Schmied berauben. Und dann das Kraut abliefern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.